Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause. Es ist schon ein bisschen peinlich, hier die Selbstbeweihräucherung und dann die Verdrehung von Tatsachen, damit der eine schuld ist oder der andere schuld ist. Also Herr Kollege Wolf, nach meiner Erkenntnis ist, wann ein Gesetz in Kraft tritt und wann es verabschiedet wird, sind zwei verschiedene Daten. Und da haben nicht die Grünen sich quergestellt, sondern da hat die CDU gesagt, das macht sie nicht mit, jetzt ein Gesetz zu erlassen, das seine Wirkung erst entfaltet in der nächsten Wahlperiode. Nee, genau so rum. Aber es macht es auch nicht besser, denn wenn ich hier was höre von wegen, wir haben behutsame Änderungen geschafft, das ist eine gute, eine tragfähige Lösung, wir haben einen guten Gesetzentwurf, ich finde, das ist peinlich, das ist Selbstbeweihräucherung und das ist nicht das, was wir am Anfang wollten. Wir sind gestartet mit großen Ambitionen, wir wollten eine öffentliche Verfassungskommission, wir wollten eine offene Verfassungskommission, wir wollten, dass die Bürger mit ihren Anliegen auch teilnehmen können, wir wollten transparent arbeiten. Wir sind an all diesen Punkten, und zwar in jedem Einzelnen, regelmäßig gescheitert. Wir wollten eine Verfassungsmodernisierung, und zwar alle miteinander. Und gerade vor dem Hintergrund der heutigen Veranstaltung, dass wir uns feiern für 70 Jahre Parlament in Nordrhein-Westfalen, 70 Jahre Demokratie in Nordrhein-Westfalen, muss man einfach sagen, Demokratie ist die beste aller Staatsformen, solange bis wir eine bessere gefunden haben. Und wenn das nur ist, die Verbesserung der parlamentarischen Demokratie, denn auch hier hätte es einiger Änderungen, gerade was die Volksgesetzgebung angeht, geben können. Ich habe mal alle Punkte mir rausgesucht, die wir im Einsetzungsbeschluss hatten, über die wir geredet haben, bis zu dem Punkt, wo wir eventuell einen Kompromiss hatten oder auch nicht und was am Ende dabei rausgekommen ist. Ich habe hier so einen Strahl für Sie. Die orangen Punkte sind alle Gesetze, die Bürger angehen. Die grünen ist alles, was parlamentarisch ist. Absenkung des Wahlalters haben wir im Einsetzungsbeschluss. Wir hatten einen Kompromiss und am Ende kommt das nicht drin vor. Volksgesetzgebung vereinfachen, wir hatten es im Einsetzungsbeschluss, wir hatten einen Kompromiss, am Ende kommt es nicht vor. Individualverfassungsbeschwerde, Kompromiss, kommt nicht vor. Einführung einer Schuldenbremse, da sind wir aufeinander, das geht die Bürger durchaus was an, wir haben nicht mal einen Kompromiss gefunden. Das EU-Ausländerwahlrecht auf Landesebene haben wir im Einsetzungsbeschluss, da haben wir lange drüber geredet, wir haben nicht mal einen Kompromiss gefunden. Das Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-Ausländer, das haben wir hinterher sogar noch mit reingenommen ins Paket, mit Mehrheitsbeschluss. Wir haben nicht mal einen Kompromiss gefunden. Und dann die Dinge, die das Parlament angehen. Da geht es um die Regelungen für die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode. Ja, das haben wir geschafft. Die Stärkung der Abgeordnetenrechte haben wir drin, alles klar. Stellung der Landesregierung haben wir geschafft. Eine Regelung zur Funktion der Opposition steht im Einsetzungsbeschluss, aber das haben wir leider nicht geschafft. Stärkung des Parlaments in Angelegenheiten der EU. Jawohl, da haben wir was drin. Wahl des Ministerpräsidenten, Entschuldigung. Das ist eine Besonderheit in Nordrhein-Westfalen, die wir uns als starkes Land erhalten sollten. Als einziges Bundesland in der ganzen Bundesrepublik muss der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin ein Abgeordneter des Landtags sein. Welcher Sinn macht diese Regelung? Welchen Sinn macht diese Regelung? Und wenn Sie, liebe CDU, doch immer so gerne auf Bayern gucken und sagen, wie toll das da ist, wo steht denn diese Regelung in Bayern in der Verfassung? Haben wir nicht geschafft. Dann haben wir die Kommunalverfassungsbeschwerde, das Quorum für die abstrakte Normenkontrolle. Da haben wir sogar einen Kompromiss gehabt, aber am Ende auch das nicht drin. Und die Regelung zur kommunalen Selbstverwaltung. Ja, auch da hatten wir einen Kompromiss und auch das ist nicht mit reingekommen. Und übrig bleibt ein kleines Paketchen und alles nur Regelungen, die das Parlament betreffen und null Regelungen, die den Bürger, den Bürgerinnen hier das Leben in diesem Land besser machen. Der große Fehler, den wir gemacht haben in dieser Verfassungskommission, der ist in der allerersten Sitzung passiert und das ist der Satz, alles hängt mit allem zusammen. Und an diesem Satz ist die Verfassungskommission gescheitert. Da sind alle Eingaben von Bürgern, die Neues in die Verfassung gebracht hätten, nicht mal richtig zur Diskussion gebracht worden, sondern mit einem, Sie haben das ja vorliegen, abgebügelt worden. Da ist das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer aufgenommen worden, diskutiert worden, aber wir sind nicht mal zu einer Art Kompromiss gekommen, es wurde sich nicht aufeinander zubewegt, trotz der Zuschriften von fast allen Integrationsräten des Landes.
Da sind die Zuschriften der Kommunalen Spitzenverbände einfach ignoriert worden. Und bis zuletzt, noch in dieser Woche, hat mich ein Brief erreicht der Kommunalen Spitzenverbände, doch bitte diese Regelungen aufzunehmen. Es gab einen Kompromiss, man hätte da eine einzelne Lösung für finden können, aber selbst das hört man nicht, selbst auf die Kolleginnen und Kollegen aus den eigenen Parteien, die in der kommunalen Familie organisiert sind, wird nicht gehört. Alles hängt mit allem zusammen, ist am Ende leider gescheitert. Und wenn ich den Kollegen Engsfeld höre, der enttäuscht ist von den Änderungen und der sagt, wir werden weiterkämpfen, dass die Parlamentszeit hier ist nicht vorbei. Vieles von dem, wo wir eigentlich einen Kompromiss hatten, könnten wir sogar noch schaffen. Aber das, was wir hier erreicht haben, das ist peinlich für diesen Landtag, das ist peinlich für dieses Land. Da ist das Parlament an sich selber gescheitert. Wir werden dieser Regelung nicht zustimmen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Und jetzt